Als am 15. Dezember 1868 die Eisenbahnstrecke von Mülheim nach Bergisch Gladbach eingeweiht wurde, da ahnte noch keiner, dass diese Eröffnung der Beginn einer besonderen Eisenbahnepoche wurde. 2 Jahre später verlängerte die Bergisch-Märkische Eisenbahngesellschaft die 10 Kilometer lange Strecke bis nach Bensberg. Die Staatsbahn setzte dann im Dezember 1912 mit der Verlängerung nach Lindla den Schlusspunkt. Die Sülztalbahn war geboren. Die Bahn dampfte allerdings bis 1966 nur noch zwischen Lindla und Hoffnungstal. Bis 1989 fuhren zwischen Bergisch Gladbach und Bensberg noch Güterzüge, dann war auch diese Ära vorbei. Ein Versuch, auf dieser Trasse einen Spurbus zu etablieren, scheiterte nach verheißungsvollen Ansätzen. Mittlerweile ist reichlich Gras über die Trasse gewachsen.